gucke bei Minecraft gerade. Dim. Irgendwie so, weißt du wie? Nee, oder? Ich muss mal ganz kurz... Nee, Mann, ich muss mal irgendwie das andere Texture wegnehmen, weil, ich muss mal schauen, wie das jetzt aussieht gerade. Was mache ich? Jetzt habe ich dasselbe doch nochmal drin. Ja. Ressourcenpakete. Wir nehmen das raus und packen mal das, ja, Sommer rein. Das ist zwar cool, das StarCraft, aber passt absolut nicht in unsere Welt. Das Star Wars meine ich. Leidige niemals wieder StarCraft. StarCraft ist scheiße. Aber das weiß ja jeder. Nein, natürlich nicht. Ich hab's noch nie gespielt, ich kann mir da gar kein Bild drüber machen. Eben. Aber ich weiß, wie Flo es spielt und das ist schlecht. Was? Jetzt kriegt er gleich wieder sein Rage. Du dummer Spaß, du kannst nicht! Und, ja. Nee, ich darf ja hier nicht beleidigen. Nicht? Das ist sehr oder cool. vom Chefadministrator gesagt. Ja. Okay. Ich warte gerade eigentlich nur darauf, dass irgendwie so ein Rage kommt. Den Mute-Button schon mal in ach. Deutsche Sprache, ganz schwere Sprache, ne? Ah, das sieht doch viel gemütlicher schon aus. Ha, Sommer. Ja, alles so smoothie Holzhütten-Spaßi. Man könnte noch behinderter reden. Ah, das ist der erste Baum gewachsen und er ist sogar zu groß geworden, dass es mir passt. So, wir gehen jetzt mal auf Suche nach diesen Blumen. Warum brauchen wir da so 15 Stück, würde ich sagen. Bla bla bla. Gut, dass wir schon bis Kartoffel zählen können. Schön, dass wir schon bis Kartoffeln. Ich komme nicht drauf klar. Ey, ohne Scheiß. Merkt man. Richtig cool. You got it, man. You got it. So, jetzt haben wir die. Und dann tun wir hier schön unsere Blümchen einpflanzen. Tief in die Erde. Ja, und da haben wir jetzt ein wunderschönes Blumenfeld. Hier vorne so rot-gelb, dann hier so gelb-blau und dann hier so gelb-lila und da so anders und toll, ne? Obwohl ich hier drüben vielleicht mal nicht gelb reinpacken sollte, sondern mal rot reinpacken sollte, damit nicht die ganze Wiese voll gelb ist. Ende denkt noch jemand, ich hab drauf gekackt. Gepisst. Gekackt. Ah, Brain. Haben wir denn so viel Gemälde bei Dr. Sommer? Hey, ein Kürbisgemälde passt perfekt. Wie wär's mit einem Kürbis? Tradition, ne? Was ist das denn für eine Bauernmusik, die ich hier drauf habe, ey? Ich muss das mal anlassen. Keine Ahnung, was das ist, aber ich möchte das mal zu Ende hören. So geil. Keine Ahnung, wo ich das her habe, aber es fällt. Der geht drauf, komm. Jawoll, ja. Ich glaube, das ist sogar deutsch. Das klingt so wie so ein Schlager Dragon Ball Z Song. So, ja doch, ich glaube, das beschreibt es ungefähr. Was haben wir denn hier noch? Wir haben ja noch das, das kann ich noch gebrauchen. Truhen haben wir noch, Zauntore haben wir noch. Toll! Super geil! Wir haben noch eine Lore, die könnte ich mal... Habe ich eine Idee mit der Lore? Ich weiß aber nicht, ob man die überhaupt so hinstellen kann einfach. So, dann machen wir uns mal eine Workbench, eine schnelle. Ach, wir hatten noch eine dabei. Hm, schade.
So, stellen wir es einfach übereinander, sieht's keiner. Wir wollten bauen... ein Dübel. Genau. Jetzt, mitten in der Aufnahme. Vor allem die Aussage, als wenn ich nicht Aufnahme machen würde, als wenn ich es machen würde. Ja. Die Tatsache, dass ich das gerade gesagt habe, würde vermuten, dass ich es tue, aber ich tue es nicht. Nein. Strange. Das stimmt so nicht. Das kannst du so nicht sagen. So irgendwie nicht. Junge, unser Ari ist eine Smurferin von Platin 2, Alter. So gut, ey. Jetzt ernsthaft oder spielt ja, er? Ja, ernsthaft, Quatsch? Ernsthaft. Sie ist echt gut, weil er hat mir auch einen Link geschickt und in dem Link war sie auf ihrem Main und danach hat sie mit mir zusammen gespielt und sie war in ihrem Main Platin 2. Ah. Richtig geil. Lässt sich also doch hochsmurfen, ich wusste es doch. Ja. Vor allen Dingen vorhin. Alter, noch, hier unten, Junge. Vorhin noch so der Flo und ich so geredet. Ja, also Smurfing ist schon richtig scheiße, ne? Sowas ist richtig assi. Und dann so, oh ja, die Ari hier in meinem Team, oh voll geil. Aber ich find's gerade cool, dass hier Isle of Minecraft auf dem Schild drauf steht. Das packe ich mir jetzt einfach mal hierher. Ist das genauso? Ja, geil, das sieht genauso aus. I love Minecraft. Sieht voll cool aus auf den in dem Texture Pack. Warum nicht? Und haben wir hier so einen schönen Garten. Kann man noch zwei Truhen irgendwo hinstellen, so als Dekoration. Die da jetzt stehen und sich freuen. Dann kommen hier natürlich... wo hier würde ich direkt eigentlich keine Zauntore hinpassen. Ich würde hier lieber noch ein paar Fackeln aufstellen, damit hier kein Creeper auf die Idee kommt. Hey, guck mal da! Zaun! Weißt du wie? So ungefähr. Und hier wollte ich etwas draufstellen, aber ich glaube, das lasse ich auch. Junge, 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 die Ari. Und wisst ihr was? Dann machen wir uns nämlich hier jetzt. Ich habe gerade echt gedacht, dass ich runterfalle. Dann machen wir uns hier. Ah, das ist wieder Schwarzeiche, okay. Ari ist auch hässlich. Ich bann Ari prinzipiell meistens jetzt immer, weil ich die gar nicht leiden kann, den Champion. Wie du einfach diese Wiederholung machst, meistens jetzt immer. Übel geil. Verstehe ich nicht. Boah, toll. Toll. Tolle Ulti, Orianna. Toll. Meine Güte. Ihr habt eine Ari und eine Ulti? Ihr habt eine Ari und eine Ulti? Ihr habt eine Ari und eine Orianna? Ja, nee. Gegnerische Orianna. Wollte gerade sagen, ja, nee. Was oh, ist fuck. Was denn? Ja, ich bin gleich tot. Geht auch schwer tot? Scheiße. Flo? Geht auch schwer tot? Schwer behindert geht ja, das weißt du jedes Mal wieder, aber... ja, genau so meine ich das, ja. Man darf es ihm aber nicht übel nehmen, hat eine schwere Kindheit. Das ist sehr schwer im Kindheit. Da ist so einiges schief gelaufen. Die Mutter hat es schwer. Du machst es aber auch einfach, das zu glauben, was ich sage. Alter, ey, das klingt aber auch lustig, ey. Meine Fresse.
Okay, Doppeltötung durch Schlatz, Junge. Doppeltötung durch Schlatz. So, super. Dann kann ich jetzt hier sogar im Moment... Nee, die wollen mir nicht helfen beim Dragon. Also wenn der Smurfer sagt, kein Dragon, dann ist kein Dragon. Hast du nicht gelernt, oder was? Alter, was hast du gelernt? So. Wasser, Luft meine ich. So, da habe ich das da gesichert. Da haben wir also schön Aufstieg da hochgebastelt, auch nicht schlecht. Gefällt mir. Kommst hier so runter. Aus deiner Sandbank. Müssen wir mal gucken, dass hier keine Creeper spawnen kann. Aber prinzipiell sollte das hier nicht gehen. So. Ja, kommst du so von deiner Sandbank? Das können wir vielleicht immer mal abändern, weiß ich nicht genau, wie wir das hier machen. Kann ich da vielleicht was reinpacken? Nicht wirklich. Müssen wir gucken, was wir hier hinbauen, dann kommst du hier hoch. Moment. Hier müssten da noch mal Zäune hin. Das sieht von unten ist wahrscheinlich seltsam aus, aber von hier passt es. Sieht voll chillig aus. Gefällt mir. Wenn wir mal Glowstone haben, dann machen wir den ganzen See da unten drunter mal mit Glowstone voll. Das sieht bestimmt auch geil aus. So. Ja, ist die Ari ist echt verdammt gut, ey. Gut, das haben wir gewonnen. Müsste es wieder eine Promo sein, zu Silber 2 und so, ne? Du willst doch sicher mit mir spielen, ne? Nein. Nein, wirklich nicht. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber nein. Ja, wir haben vollkommen unterschiedliche Spielcharaktere. Ich weiß zwar nicht genau, wie sich das unterschiedlich auswirkt, aber wir spielen einfach vollkommen anders. Ja. Es ist nicht mal so, also wir waren für so Zuschauer so. Es ist nicht mal so, dass einer von uns beide schlecht spielt. Ich wahrscheinlich ein bisschen schlechter als er, aber nicht unbedingt schlecht. Oder? Oder? Nein. Bisschen schlecht, nein. Irgendwie haben wir. Wir sind verschieden. Unsere Styles passen nicht so gut zusammen. Der ist also ganz ruhig. Und das, naja. Wir können uns ungefähr vorstellen, wie das ausgeht, wenn wir zusammenspielen. Rage quit pur. Meistens quittet er und ich rage. Auf jeden. Weil er quittet. Und er quittet meistens, weil ich rage. Ja,
So ungefähr, mein Kaffee wird kalt. Dein Kaffee wird kalt, sagt er um 10 Uhr abends. ich hab Peter gefreit, dann darf man auch mal abends. Ich bin sowieso eher nachtaktiv. Ohne Mist, vor 2 Tagen, ne? Ja. Als ich bis 4 Uhr Hearthstone noch gezockt habe. Ich sah so kaputt aus am nächsten Morgen. Wie ein Frack. Nicht wie ein Frank, sondern wie ein Frack. Kann ich mir echt gut vorstellen. Finde ich schade, dass man die Lore nicht ohne China absetzen kann. Ich wollte die jetzt so ein bisschen stylisch im Hintergarten absetzen, weißt du wie? Ah. Aber geht irgendwie nicht. Schade eigentlich. Ines? Habe ich sie noch nicht gefragt. Kessel. Darum verschimmelt ein Burger von McDonald's auch nach einem Monat nicht. Ja, das Video werde ich mal anziehen. McDonald's Burger haben sie einen Test gemacht, halten sich 365 Tage. Danach haben sie einen Test. Danach haben sie den Test abgebrochen, weil der Burger immer noch gleich aussah. Sollte dir echt zu denken geben, oder? So ein bisschen. Das war schon hart, also. So ein paar Tage okay, aber 365 Tage? Naja, raschelt's da nicht im Kopf. Was? Brauch noch ein bisschen Grünzeug im Hintergarten. Habe ich jetzt mal so entschieden. Hab ich denn Lehm? Ah! Das kann doch nicht Lehm sein. War Stein Lehm sein? Was ist da los? Frag mich auch, von wem ich dieses Wasch da los habe. Ach stimmt, von Franz. Und zwar, die Burger verschimmeln deswegen nicht, weil... Kommt. Weil die Burger einen sehr geringen Wasseranteil haben. Das heißt, das Fleisch sowie auch die Brötchen an sich. Deswegen trocknen sie eher super schnell aus an der frischen Luft, als zu verschimmeln. Das ist wie mit deinem Gehirn. Genau das meine ich. Genau. Was habe ich gerade für ein Geräusch gemacht? Ich kann es schlecht nachmachen, sonst wissen die Leute, dass ich genauso behindert bin. Ich hab's wieder vergessen. Autsch, das wird irgendwie... Ja, genau so eins ungefähr. Oh mein Gott, braucht doch jemand eine 500 GB Festplatte? Fab. Ich gebe es auch günstig ab. Fab. Du bist, gibst so einiges günstig ab. Was? Essen zum Beispiel. Ich sollte mal das Essen, ich verhungere gerade. Ich bin einer dieser Menschen, die gerne bei Hungern bei Minecraft. Bis Level 50 durchhalten und dann was auf oder verhungern, statt einfach von einem Zombie gekillt zu werden. Blablabla. Das hatte ich ja. Das war ja mein großes Deathmatch Special. Wo ich einfach mal mit Level 50 ertrunken bin. Noch nie in meinem Leben Level 50 bei Minecraft geschafft und dann ersoffen. Das war hart. Oh, das Minecraft, das Tech-Pack gefällt mir echt gut. Muss ich schon mal so sagen? Also das gefällt mir toll. Find ich gut. Ne? So, machen wir hier noch ein bisschen Grünzeug hin. So, hier kommt dann wieder Weken. Wie viel bemoosten Stein habe ich denn gerade noch dabei? Ach, genau 0. Toll. Damit lässt sich eine Menge anstellen. Freunde der Nacht. Oder auch nicht. Ich wollte noch Töpfe basteln.